Hey draußen, hier ist der Flex, Strong Flex TV, nicht der Strong ist nämlich lappenmäßig krank und dafür haben wir den Chris in der Haus heute und mit dem machen wir zwei Tutorials. Das erste Video, was wir jetzt hier abdrehen, wird ein richtig geiles Handstand Tutorial. Okay, bevor es losgeht, stell dich mal ganz kurz vor. Also was ist so ganz kurz und knapp, was ist deine Geschichte und warum stehst du die ganze Zeit im Handstand rum in deinem Leben? Ja, ich bin der Chris, ich bin leidenschaftlicher Sportler, ich trainiere seit ich ein kleines Kind bin. Ich bin ein ziemlicher Allrounder, Klettern und so, bin aus dem Kampfsport zu Akrobatischem gekommen. Tricking und Calisthenics sind also die Hauptbegriffe. Ich nenne das ganz gerne einfach Akrobatik, denn es ist die Art der Bewegung, um die es hier geht. Handstand war schon früh im Zuge des Kampfsporttrainings ein Teil meines Trainings und ich habe mich da reingesteigert. Ich wollte das richtig können. Als ich ein kleiner Junge war, hatte mein ältester Bruder einen Freund, der konnte einen Handstand in jeder Position. Und als ich das gesehen habe, war mir klar, ich will, wenn ich groß bin, das kennen. Und da habe ich mich hingearbeitet, ja. Ja, richtig geil. Also wir haben ja im letzten Video schon mal auf IDO-Portal verwiesen. Das tun wir jetzt auch immer wieder über das Beschreibungsfeld. Was der Mann hier kann, kommt in Teilen an das ran, was der IDO kann. Ein paar Bilder laufen jetzt ja hier durch. Der Chris arbeitet hier mit uns im Körperwerk Stuttgart und ist sonst aus der Ecke Reutlingen. Also das schon mal vorab, wer Bock hat, mit ihm mal zusammen zu trainieren, bei ihm mal eine Coachingstunde zu nehmen, der kann auch mit uns Kontakt aufnehmen, dann wird das auch möglich sein. Aber ich würde sagen, jetzt zeigen wir den Leuten mal, wie das geht. Was wir jetzt machen, das soll mehr Richtung Anfänger gehen. Ne? Also genau. Wie komme ich dahin, dass ich ein ganzer Mensch werde, dass ich nicht nur auf meinen Füßen stehen kann, sondern auch auf meinen Händen. Gut, zuallererst Voraussetzungen für den Handstand. Was brauchen wir? Stabiler Rumpf, unbedingt notwendig. Plank, Side Plank, Bauchübungen solltet ihr gemacht haben, sind auf dem Channel genügend zu finden. Der Schultergürtel braucht Kraft, Push-Ups sind eine absolut notwendige Übung. Das nächste sind die Handgelenke. Die große Belastung braucht eine gewisse Vorbereitung, man sollte daran gewöhnt sein. Das heißt, ich zum Beispiel mache die liegende Acht mit überschränkten Fingern, aufeinander gepressten Handgelenken, eine liegende Acht formen und diese in beide Richtungen mit mal mehr, mal weniger Druck ist das für mich die Übung, um meine Handgelenke auf die Belastung vorzubereiten. Jetzt erkläre ich dir, wie du Schritt für Schritt in den Handstand an die Wand kommst. Der Flex wird das im Hintergrund einmal demonstrieren. Du stellst dich ungefähr einen Meter von der Wand entfernt mit Blick zur Wand auf. Deinen rechten Fuß streckst du jetzt nach hinten in einen großen Schritt. Du kannst sogar das rechte Knie zum Boden nehmen, um dann die Hände einmal in eine komfortable, etwa schulterbreite Position mit weit gespreizten Fingern fest in den Boden zu verankern. Krall dich sogar etwas in den Boden. Dann hast du ein Schwungbein, das ist in diesem Fall das rechte, das ziehst du mit Schwung nach hinten oben und stößt dich mit dem anderen Fuß ab, sodass du dann in die Streckung kommst. Drück dich hierbei komplett aus den Schultern raus. Mach dich groß, ja? Schieb deine Füße zur Decke. Zieh das Brustbein zur Hüfte, also spann den Bauch aktiv an und schieb die Schultern raus, also bauchwärts. Der Blick geht grundsätzlich zu den Händen. Man spottet die Hände. Man kann genauso aber auch den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule hängen lassen und unter den Armen durchschauen in unserer natürlichen Position, also Umkehrhaltung. Ein Problem, das sich hier für dich ergeben kann, ist, dass du dich in der Überstreckung befindest. Diese versuchst du zu vermeiden, indem du die Knie langsam anbeugst, mit den Füßen an der Wand ein paar Schritte runterläufst, sodass du deinen Körper mehr in eine Linie bekommst, bis zu den Knien. Schulter bis Knie, eine Linie. Das Brustbein ziehst du nochmal ganz fest zur Hüfte, sodass du diese Überstreckung aus der Wirbelsäule noch weiter rausbekommst. Sehr gut. Jetzt kannst du langsam versuchen, dich mit den Fußspitzen minimal von der Wand wegzustoßen. Nur einen Zentimeter, mal ein bisschen mehr und versuchen, die Dauer des freien Standes zu verlängern. Immer länger ausharren in dieser freien Position.
immer wieder zurückgehen an die Wand mit den Füßen und dich neu sortieren. Weiterhin weit aus den Armen rausdrücken den Körper, ganz wichtig. Okay. Das nächste, was in dieser Position dir eine große Hilfe sein wird, den Schwerpunkt, deine Körpermitte zu finden, ist die Beine in die Schere zu bringen, also auseinander zu spreizen. Sehr gut, genau. Der eine Fuß kann jetzt super deinen Schwerpunkt weg von der Wand bringen, der andere Fuß hält dich immer noch an der Wand. Das gibt dir sehr viel Stabilität, da kannst du sehr gut mit deinem Hüftschwerpunkt spielen. Auch wieder das Brustbein zur Hüfte ziehen, sodass deinen Körper dieser stabilen Position halten kannst. Also jetzt wäre der nächste Schritt der Aufstieg in den Handstand aus der Hocke. Hocke. Den übt man zuerst, indem man sich von oben aus dem Handstand an der Wand langsam in die Hocke herablässt. Dabei ist es ganz wichtig, wenn man in Position geht, die Knie anbeugen, den Körper in seine Position bringen, die Hüfte fest nach vorne schieben, das Brustbein zur Hüfte ziehen und dann langsam die Knie zur Brust bringen. Das ist der erste Weg. Und dann von da ab die Füße nach unten auf den Boden setzen. Das wird am Anfang sehr schnell gehen, dieser Vorgang. Man wird wenig gegensteuern können und nach wird es langsamer gehen, sodass man dann als Folge daraus sich aus der Hocke in den Handstand nach oben drücken kann. So, sieht es dann aus. Und wieder gehen wir langsam nach unten. Eine weitere sehr gute Übung, die ich dir empfehle, ist der gespreizte Handstand. Diesen kannst du auch erstmal an der Wand üben und genauso geht es dabei dann darum, aus der Grätsche, wie aus der Hocke, in den Handstand nach oben aufzusteigen. Die Füße oben dann langsam zu schließen, genau diesen Vorgang auch wieder nach unten. Man kann das auch als Wiederholung ausführen, ja? So. Die Vorübung dafür findet wieder an der Wand statt. Dafür gehst du mit den Händen ein ganzes Stück näher an die Wand, so 10 cm maximal Abstand mit den Händen zur Wand. Dann drückst du dich wieder mit Schwung nach oben in den Handstand. Bringst jetzt deinen ganzen Rücken an die Wand, nicht nur das Gesäß. Die Lendenwirbelsäule versuchst du auch schön an die Wand zu drücken, die Brustwirbelsäule ebenso. Und dann gehst du langsam mit den Füßen über außen nach unten und genau dasselbe dann auch wieder hoch. Nachher schaffst du das durchzuführen, ohne die Füße unten abzusetzen. Schau dabei, dass die Beine immer schön gestreckt sind. Dies erfordert eine gute Beweglichkeit der Ischios. Übungen dazu auch im Channel. Um die Fähigkeit, dich aus der Hocke in den Handstand hochzudrücken, zu verbessern, also mehr Kraft zu entwickeln und auch das Gefühl auf den Händen zu balancieren, ist die Takt Position die beste Übung. Der Flex zeigt das einmal. Du setzt deine Hände schulterbreit relativ nah an den Füßen auf und lehnst dann jetzt am Anfang mit gebeugten Armen den Körper immer weiter nach vorn, bis deine Füße sich von alleine vom Boden lösen. Diese Position versuchst du zu halten so lange als möglich. 30 Sekunden sind so ein Richtwert für ein... Ich auch nicht dran. Projekt 2016. So. Das nächste wäre dann, diese Übung mit gestreckten Armen durchzuführen, ist sehr viel schwerer. Dabei ziehst du dann die Hüfte nach hinten oben, das gibt dir die Möglichkeit, den Körper zu lösen. Wenn die Takt-Position für dich zu schwer ist, wenn du dich nicht wegkriegst vom Boden, wenn du deine Beine nicht oben halten kannst, dann ist der Froschstand oder Frogstand die nächste Übung für dich. Dies bedeutet, du hältst deine Knie jetzt nicht mehr frei in der Luft, die Beine werden nicht mehr rangezogen, sondern du legst deine Innenschenkel bzw. Knieinnenseite
an die Oberarmaußenseite auf den Ellbogen und löst so die Füße vom Boden. Aufpassen dabei, dass man nicht nach vorn überkippt. Das endet dann in einer Gesichtslandung, aber die ist eigentlich sanft. Sehr gut. Ganz genau das versuchst du wieder, solange es geht, zu halten. Dann der Advanced Frog Stand findet statt, indem du deine Knie jetzt nicht mehr, also nicht die Oberschenkel auf die Arme legen, sondern du drückst die Knie gegen die Oberarme. So, das ist ein ganzes Stück schwieriger und aber auch gut machbar. Sehr schön. Für diese Taktposition, den Frog Stand, den Advanced Frog Stand, gibt es noch eine wichtige Übung, die ich euch zeigen möchte. Der Advanced Frog Stand, du stemmst die Beine mit den Knien gegen den Oberarm, löst die Füße vom Boden, balancierst das aus und löst dann im Wechsel, im eigenen Tempo, möglichst langsam natürlich, ein Knie vom Oberarm. Diese Übung geht jetzt schon über in den Advanced, also fortgeschrittenen Bereich. Üb sämtliche Übungen, die wir in diesem Tutorial gezeigt haben. Arbeite daran und dann wird es bald ein fortgeschrittenen Video geben. Bis dahin, bleib bei diesen Basics. Alright, das war das Hands-on-Tutorial mit dem Chris. Ja, wie ihr schon gesagt habt, wir werden ein Advanced-Video machen. Ich werde jetzt fleißig trainieren. Mein Projekt 2016 ist auf jeden Fall ein anständiger Handstand. Ich werde mich daran messen lassen. Ich werde den dann vorturnen irgendwann, hoffentlich früher im Jahr und nicht erst später. Ja, das soll auf jeden Fall ein großes Thema für uns sein. Ido Portal sagt, Bro, what muscles do you have? No, what patterns do you have? Ja, also was hast du für Fähigkeiten, was hast du für Skills? Ich möchte mir diesen Handstand draufpacken. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Auch an alle, die bei der Hocket Challenge mitmachen. Ja, schickt uns auch gerne Bilder auf Facebook. Ja, da freuen wir uns drauf. Und auch wenn ihr beim Handstand mit dabei seid, ja, gerne uns auch Bilder schicken, Kommentare etc. Wie immer gerne unten ins Feld rein. Däumchen nach oben, da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Hier oben könnt ihr uns abonnieren, falls ihr nicht Abonnent seid. Danach muss man immer zack auf die Startseite unseres Channels gehen. Das gilt jetzt für einen Laptop und für einen PC. Und dann neben dem Abonniert-Button auf Zahnrädchen klicken, Häkchen in die Box. Dann kriegt ihr auch eine Mail, wenn wir ein neues Video hochladen. Und bei der YouTube-App auf Handy oder Tablet gibt es eine Glocke, wo du draufklicken kannst. Hier unten geht zu meingesunderkörper.de. Wenn du was für deinen Rücken tun willst oder musst, geh da hin. Auf unserer Website kann man ein kostenloses E-Book abstauben. Auf Facebook muss man Fan werden. Auf Google Plus kann man uns adden. Und hier kann man sich eins unserer letzten Videos reinziehen. Wir sind wieder raus. Ciao!